So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge League of Legends. Jo, wir spielen. What? Da hat jemand sich schon Skin gekauft? Für einen Champion? Wirklich? Sowas finde ich allgemein ein bisschen schwachsinnig, Skins zu kaufen, wenn man nicht wirklich ganz, ganz oben ist. Man kann einige Champions halt ordentlich spielen, aber nicht gut. Sage ich offen und ehrlich. Und in meinem Team spiele ich wieder Twitch. Gegen R mit Rengar, Riven, Lucian und Xin. Und wir spielen gegen Leona, Twisted Fate, Riven, Narsus und Master Yi. Oh, und letztes Mal habe ich total vergessen, Musik reinzuhauen. Diesmal habe ich Musik drin. Wieder einfach die Playlist, ein Lied weitergeschaltet und weiterlaufen lassen. Das ist jetzt die dritte Folge. Das dritte Spiel in Folge. Und ich habe mir überlegt, ich nehme ein Spiel, ich teile ein Spiel immer in zwei Parts auf und lade immer alles am selben Tag hoch. Und eins wird dann immer so. Was für Uhrzeit mache ich da? Die Uhrzeit überlege ich mir, aber eine halbe Stunde später ist dann der andere Part auch offen. Somit kann man sich dann alles auf einmal anschauen, ohne Probleme. Und wieder bitte. Huch. Was will die Riven? Hoch, AD gegen AD. Habe ich es richtig gesehen? Er hat schon Rüstung? Oh, yeah.
So, das erste hier putzt schon mal draußen. Der hat schon Rüstung. Oh mein Gott. Der Damage ist gleich. Ich darf nicht vergessen, seitdem es wurden einige Champions in letzter Zeit reworked. Darunter gehört auch zum Beispiel Master Yi. Und seitdem her machen die einfach zu viel Damage. Ich komme mir sofort, dass ich voll viel Last verkacke. Dadurch, obwohl es eigentlich ganz normal ist. So Mittelmaß. Der Alpha Strike hat mich noch getroffen. Ach, ja, vampirisches. Ich wundere mich schon, wieso er so viel reckt. Hol ich mir auch kurz. Ach, das ist eine große Wave, okay. Keine Summoners mehr auf seiner Seite. Ich auch wieder meinen Heal ab. Ich spiel so ungern mit Heal. So, Master Yi ist jetzt Level 6. Jetzt wird es ein bisschen gefährlich, aber ich sollte eigentlich damit klarkommen.
dann jetzt auch Level 6. Na, ich verstehe manchmal die Minions nicht. Jetzt gehen die auf den Kanonen-Minion. Okay, das ist doch klar. Okay. Problem ist, er hat schon Runen, ich nicht. Soll ich eigentlich pushen können? Muss noch genug Mana für meinen Co. aufsparen. Wieso ich jetzt gerade meinen Q einsetze, macht mich nicht nur unsichtbar, sondern es gibt mir auch für kurze Zeit 20% mehr Movement Speed, also ich laufe da schneller. Okay. Kein Alpha Strike. Kein E. Der E fehlt. Ja, da ist er. Ah, er hat sich Blume gemacht. Okay.
Da ist denn hier raus. Ein Alpha Strike. Also, ich kenne seine Namen von den wichtigsten Spells halt von allen Champions. Das ist ein bisschen ausgeglicheneres Spiel. Super, ein Kill, das Kill, das ist gut. Sein E ist wieder ab. Das merkt man immer, wenn er sein Schwert die Farbe ändert. Sein E ist einfach, dass er für eine kurze Zeit mehr Damage macht. Und ja. Zane ist jetzt, glaube ich, festgesetzt. Furious ist gestiegen, wenn man es hochgelevelt hat. Und die Kosten 500. Yep. Oh. Stimmt, ja, da war doch was. Irgendwie habe ich immer in diesem Low-Level-Bereich diese AFKler. Kann das sein? Double kill.
So, jetzt habe ich den maximalen Dot drauf. Der hier spielt nicht zum ersten Mal, das merkt man. Er performt ja viel zu gut. Wow, die haben Nasus farmen gelassen. Someone so much you giving on for, not the expression, no, literally giving.
summoner has disconnected. Hey, like, from the chat. Shady made me, but tonight Shady's rockin' my baby. When I'm gone, just carry on, don't mourn. Rejoice every time you hear the sound of my voice. Just know that I'm looking down on you smiling, and I feel a thing. So baby, don't feel the pain. Ah, oh, da kann man nichts machen, das Game ist lost. Ja, ich habe einfach gerade Ulti zugezündet, einfach so aus Spaß. Und jetzt warte ich kurz noch 5 Gold ab. Der hat einen Dornenpanzer da, also es. Just
Your inhibitor has been destroyed. Your turret has been destroyed.